Thema, warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Es ist euch sicherlich nicht entgangen, dass ich ein bekennender spiritueller Mensch bin. Und da treten dann immer wieder Leute an mich heran. Atheisten, die das nicht verstehen oder sich denken, da habe ich irgendwo Denkfehler, weil sich ja die Religionen alle als falsch erwiesen hätten. Also anachronistisch oder rückständig wäre da meine Einstellung oder halt verklärt oder ja, aus der Position eines Hilfesuchenden, jemand, der Trost braucht, also aus einer Schwäche heraus. Das hat übrigens auch Franz Kafka erkannt, in einer solchen Welt gelebt, der weltberühmte Schriftsteller, der ja für seine Kafka-esken Romane und Kurzerzählungen berühmt geworden ist. Und ja, selbst das Kafka-Institut meint, das wären Schilderungen des alltäglichen Lebens eines Bürokratenapparats in der Versicherungsgesellschaft, wo Kafka gearbeitet hat. Tatsächlich ist der Kafka-Code eine, der Schlüssel zur Realität mithin der Wirklichkeit und nicht das Ergebnis einer blühenden Fantasie oder der Freiheit eines Autors. Und warum hat er diesen Kafka-Code angelegt? Warum hat er nicht frei über seine metaphysischen oder ontologischen Erkenntnisse und Erlebnisse gesprochen? Ja, aus Scham und aus Furcht vor Verleugnung. Denn wenn man sich heute hinstellt und sagt, ich bin religiös, dann steht man relativ schnell alleine da. Jedenfalls hier in dieser Kultur. Oder wird belächelt und nicht mehr ernst genommen. Und dem, der an sich schon einsame Kafka, wollte sich das nicht auch noch antun. Ja, und so wird er falsch interpretiert. Und die Bedeutung der modernen Spiritualität ist damals schon vor ungefähr 100 Jahren verloren gegangen und hat auch damit zu tun mit der Frage, warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Und da werden wir keine einfache Lösung finden. Es wird wieder eine integrale Lösung angeboten werden und vielleicht drei grundsätzliche Antworten, die physische, die metaphysische und die soziologische. Mehr dazu nach dem Intro. Die Frage ist, warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Und drei Antworten möchte ich versuchen. Das eine ist physisch, die andere metaphysisch und die dritte soziologisch. Die physische Antwort ist, liegt auf der Hand. Es gibt Leid, körperliches Leid, aus ganz natürlichen Anlässen, Umständen heraus. Offensichtlich ist die Materie nicht perfekt. Zumindest so, dass man heute das Leid eben in Kauf nehmen muss, durch Krankheit, durch Altern, Sterben und auch was die Natur uns so beschert, Ernteausfall oder Blitzschlag, darunter haben die Leute früher überhaupt gelitten. Moskitos sterben sehr viele, also Millionen sterben an Malaria und anderen, ja, jetzt hatten wir die Corona-Krise. Viele da wirklich an dem Virus gestorben sind und nicht an den Nebenwirkungen des Impfschutzes, das ist auch noch nicht heraus. Aber das ist halt so, im natürlichen physischen Bereich gibt es Umstände, die uns Schmerzen bereiten und leiden lassen. Wir müssen ja auch jeden Tag essen. Ja, also dadurch sind wir ja mehr oder weniger zur Arbeit verdammt, wenn wir nicht sehr vermögend sind. Und demzufolge
aus dieser Not heraus der täglichen Energiezufuhr haben wir natürlich auch einen Alltag zu bewältigen, den wir gar nicht bewältigen wollen. Oder Besseres wüssten zu tun, ne? Also uns mal um ja, Holiday zu machen und mit Freunden spazieren gehen und das Leben genießen. Das zweite ist, ja, vielleicht noch dazu zum ersten Aspekt, warum es so viel Leid gibt zum physischen, natürlichen, nämlich aus theologischer Sicht würde das bedeuten, dass ja die Gottheit, der allmächtige Allah oder allwissende Jehova, ja, da ein böses Spielchen mit uns treibt. Denn warum lässt er uns leiden, wenn er allmächtig ist? Ja, da gibt es dann so Antworten, er hat uns ja die Freiheit gegeben und wir missbrauchen die Freiheit. Also an allem Leid ist dann letztlich der Mensch schuld, ja, die Kinder Gottes, das ist ja schon satanisch. Nicht umsonst gibt es ja Satanisten, die das Kreuz verkehrt drehen. Die haben das in diese Richtung hingehend durchschaut. Und wer zum Beispiel die Bibel oder den Koran näher liest, der findet da ja auch die ganzen Unmenschlichkeiten wieder. Ne? Sklavenverherrlichung und ja, Leute, die bei Matthäus liest man, Leute, die den Glauben in Zweifel ziehen oder jemanden versuchen, in Wanken zu bringen, wäre es besser, einen Stein ans Bein zu binden und ihn im Meer zu versenken. Also, das sind doch keine Maßstäbe für ein schmerzfreies Dasein in Frieden. Also, aus theologischer Sicht ist dann zu entnehmen, dass das Leid eben zugegen ist, weil eben nicht der Geist, der allmächtige, göttliche, schöpfende Geist alles beherrscht und alles machbar ist für ihn, sondern die Materie eine ordentliche Mitsprache hat, die Materie sich gegen den Geist stemmt. Also wenn wir der Materie eine Form geben wollen, was errichten wollen, das erbauen oder schaffen wollen, dann ist da wirklich viel Arbeit erforderlich. Und oft geht es dann doch nicht aus. Die Materie ist das Grundlegende, das Ewige und das Unverwüstliche, auch wenn sie sich wandeln lässt, und nicht der Geist. Ja, also der Geist, zuerst die Materie, zuerst ist der Körper da und dann bildet sich Bewusstsein und Geist aus, wie bei uns Menschen, ne? Nach seinem Ebenbild. Das ist das metaphysische Leid, nein, das physische Leid. Das natürliche Leid hat auch mit Freiheit zu tun, denn schon im Beginn des Universums, in den ersten Momenten, gab es Freiheit. Es konnten sich Teilchen frei bewegen und sich zu Elementen, zu Wasserstoff zunächst verbinden und dann weitere Freiheit war gegeben. Also Freiheit ist ein grundlegendes Momentum für Kreativität und für Schöpfung. Das heißt nicht, Gott hat uns die Freiheit gegeben, damit wir etwas erschaffen können, ne, bestellt die Erde, sondern Gott lebt selbst in einem gewissen Maß der Freiheit und ja, so halt in diese Richtung gehend. Kann man ja dann weiterdenken. Das ist jetzt die physische, natürliche Ursache von Leid, dass die Materie da eben sehr viel Macht auf uns ausübt. Wir sind ja selbst eigentlich oder letztendlich Materie. Der zweite Punkt, warum es so viel Leid gibt, ist der metaphysische. Den möchte ich ganz kurz machen, weil der eh ins Theologische auch hineingreift. Die Frage ist, wenn es kein Leid gäbe, wenn es keinen Druck gäbe, wenn es keinen Trübsal gäbe und keinen Müßiggang gäbe, wenn alles pipi fein wäre, wie der Wiener hier
gerne sagt, alles perfekt wäre, wenn das Leben grandios ohne irgendwelche unangenehmen Vorkommnisse auskommen würde, wie würde es dann aussehen? Dann würden wir genau nichts Produktives machen. Wir würden einfach nur abhängen und herumchillen und so wie man sich das Paradies vorstellt, da einfach nur spazieren gehen und einander treffen und was da auch immer passiert. Aber es wäre nichts Produktives mehr da. Es geschehe nichts mehr, was dem Sinn befördert. Und der Sinn heißt Evolution. Die Frage war, warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Kurz haben wir uns angesehen den physischen, den naturellen Grund für Leid, dann den metaphysischen, dass eben der Sinn des Lebens die Evolution ist, das expandierende Universum durch höhere und höhere Ordnung zusammenzuhalten. Ordnung in deiner Seele, Ordnung in der Gesellschaft, Ordnung in der Politik, in deiner Familie, Ordnung in einer Maschine. Eine hohe Ordnung, die physikalische Formel ist ein hoher Grad der Ordnung. Das heißt kein Leid, kein Druck und der Mensch würde nichts schaffen und würde den Sinn verpassen. So, auch wenn er gar nicht weiß, was der Sinn des Lebens ist, hat er den Sinn intrinsisch eingebaut. So ist das Universum nun einmal angelegt. Und er schafft, schafft, schafft und strebt und strebt. Und auch so kann er sich erlösen, wie Goethe schon gewusst hat in Faust. Wer immer strebend sich bemüht, singt der Engelschor, den können wir erlösen. Drittens, der soziologische Grund für Leid. Und da spielen jetzt wieder alle Aspekte hinein. Der metaphysische, der physische und nun jetzt eben auch die Gesellschaft. Denn eines muss man sehen, die zwei ersten Formen des Leids, die sind halt immer so individuell und gehen so gleich verstreut über die Zeiten durch, die Menschheitsgeschichte durch. Aber es gibt auch einen periodischen Leitfaktor, der ungefähr alle 100 Jahre auftaucht. Zuletzt können wir vielleicht immer so in der Mitte der Jahrhunderte, da hatten wir den Zweiten Weltkrieg, geendet 1945. Was hatten wir davor? 1850 ungefähr, die ganz große Revolution, also die zweite große Revolution, die noch viel größer und mächtiger war, gegen den Absolutismus, also von Frankreich bis rauf nach Moskau und da hat es riesige Umstürze gegeben und Verwerfungen gegeben. 1750 so in der Gegend, da waren Sachen wie der Siebenjährige Krieg, das war schon ein kleiner Weltkrieg. Also da waren alle Großmächte schon beteiligt und 1650, was hatten wir 1650, 1666 Großbrand von London. Da kann man selber mal nachschauen, 1550 oder 55 war der Augsburger Religionsfrieden, das Ende des 30-jährigen Kriegs, der blutigste Krieg überhaupt, ne? Drittel der Bevölkerung Deutschlands dahin gemetzelt, also wirklich der blutigste Krieg. Also alle 100 Jahre ungefähr, also jetzt haben wir 2023, also so in 10 Jahren, also wir haben es eilig, dann schon ein bisschen früher oder in 15 Jahren, wird es dann nach diesem Gesetz, wenn wir nicht irgendwie dazulernen, dann halt wieder ordentlich poltern. Und wird die Menschheit wieder auf ein gewisses Maß reduziert werden. Durch Leid, Gewalt, Krieg.
soziologisch nenne ich das, denn in unserem Bewusstsein, in unserem Zeitgeist oder in unserem Schwarmbewusstsein gibt es doch ein paar Missstände. Diese Missstände sind jetzt nicht missständig gegen die Evolution oder gegen das göttliche Universum unbedingt oder in direkter Weise, denn es funktioniert ja auch so, aber gegen uns Menschen. Wenn wir uns nicht gegenseitig töten wollen, wenn wir mehr Bewusstsein hinsichtlich Menschheitsfamilie entwickeln wollen und nicht immer in Angst und Schrecken leben wollen, sondern in Freiheit, ja, und eben was davon haben, dass wir halt ein bisschen mehr herumchillen können, nicht so viel arbeiten müssen, mehr Freizeit haben, weniger Stress. Aber dann muss etwas Gewaltiges geschehen. Etwas Gewaltiges, das dann auch im Zuge dessen Leid vermindert, und zwar deutlich vermindert. Und das ist ein Verhalten, ein Verhalten der Gesellschaft, der Bevölkerung, das nicht reaktionär ist und gefühlsbetont, sondern hinsichtlich vorausschauende Weisheit. Die vorausschauende Weisheit als Entscheidungsgrundlage und nicht das Gefühl sagt alles, das Gefühl kennt deine Wahrheit. Das sind alles, ja, das funktioniert nicht. Ja. Das ist, klar ist das Gefühl auch ein Parameter, der uns Auskunft über uns oder unsere Umgebung geben kann. Aber letztendlich geht es durch so viele Filter durch, und diese Rücknahme der Filter, da kommt man zur weisen Voraussicht. Und die weise Voraussicht, also wenn ich da jetzt zufällig vorbeikomme an dieser Baustelle, die weise Voraussicht ist der Plan des Architekten. Und die ausführenden Kräfte sind dann halt in der Politik zu finden oder wir selbst auch, ne, im täglichen Lebensvollzug. Und die Frage ist ja, was soll denn das sein, ne? Die weise Voraussicht, der Plan. Wieder eine Ideologie, ja, wie der Sozialismus oder Kapitalismus oder Humanismus klingt ganz gut. Ne? An erster Stelle steht der Mensch. Da sind wir wieder wo? Dann sind wir wieder beim Chillen, beim Abhängen, ja, beim Genießen, beim Spazierengehen und vernachlässigen den Sinn des Lebens, die Evolution. Und die presst uns dann auf metaphysischer Ebene wieder was zu tun, wieder was zu leisten. Also wir müssen alle drei Ursachen des Leids ins Kalkül ziehen, um in weiser Voraussicht Leid zu vermindern. Und zwar im Einzelnen funktioniert das ganz gut und genauso und noch notwendiger und missständiger im Gesamten auf soziologischer Ebene. Die Kultur betreffend und das Ich. Was ist nun der Plan der Architektur deiner, meiner oder unserer Zukunft? Es ist nicht einer der bekannten Ideologien, sondern es ist die Integralwissenschaft, es ist das Bewusstsein, wie wir es finden und wie wir es vergnüglich lesen können und erfahren können in den Büchern des Lebens.